Perfekt, let's go. Also das erste, wie gesagt, Sprachmuster. Super, jetzt komme ich hier nicht mehr auf mein Ding drauf. So, genau, perfekt. Jetzt, also wie gesagt, Sprachmustertechniken. Dazu im Handout sind zwei Videos mit dabei, die ihr euch auf jeden Fall reinziehen müsst. Verdammt wichtig, okay, nur dadurch, dass ich das jetzt einmal mit euch mache, werdet ihr euch das nicht alles merken können. Ich selbst musste gestern 2, 3 Stunden mir nochmal alles anschauen, um alles wieder reinzubekommen und auch alles aufzuschreiben. Also eine Materie, damit muss man sich langfristig befassen und das, was ihr heute auch lernt, gerade bei Sprachmuster angeht, nutzen. Wenn ihr es nicht nutzt, dann vergesst ihr es eh wieder. Das ist immer so mit dem Gelernten, okay? Also das erste, Sprachmuster, Verkaufstechniken bzw. Natural Selling. Wie verkaufe ich bzw. was für Wörter oder was für Sätze oder Sprachmuster psychologisch gesehen verwende ich, dass die Person das Geschäft besser findet oder das Produkt in dem Sinne verkauft, okay? Das erste, fangen wir mit dem ersten Punkt an, in Bezug auf das Schneeballsystem. Das habe ich von Simon Valentin geklaut. Mega geil. Ich habe mir den Arsch abgelacht im letzten Call, als er das gebracht hat. Das kannte ich auch nicht. Und zwar, wenn jemand, also um schon vorzubeugen, dass niemand euch überhaupt fragt am Ende, ob das Ganze ein Schneeballsystem ist, sagt ihr einfach mittendrin in der Präsentation, beziehungsweise wenn ihr diesen Networking-Teil präsentiert habt, okay, sag ich zum Beispiel ab jetzt immer, beziehungsweise Simon hat uns das gesagt, dass wir das sagen sollen, in seinem letzten Nugget-Call, und zwar, es gibt ab und zu so Vollidioten, die denken, das Ganze wäre ein Schneeballsystem. Okay? Weil wenn ihr das schon davor sagt, wenn ihr das mit in die Präsentation einbaut, dann würde er gegen seinen Verstand am Ende behaupten, er wäre ein Vollidiot, wenn er fragt, ob das Ganze, oder wenn er fragt, ob das Ganze ein Schneeballsystem ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also heißt, er erklärt den Vergütungsplan und dann sagt er einfach einen Kommentar, macht kurz Pause, sagt einen Kommentar, und eben dieses Kommentar ist einfach, es gibt ab und zu auch so Vollidioten, die denken, das Ganze wäre ein Schneeballsystem. Bei uns ist das Ganze nicht so. Schau mal, gut, du hast 12 Leute im Team, verdienst dann $600 bis Platinum 600, Platinum 1000 mit 30 Leuten, bla bla bla, fertig. Okay? So, der wird jetzt nicht fragen, ob das Ganze ein Schneeballsystem ist. Weil ihr habt schon vorne weggenommen und er würde gegen, wie gesagt, gegen die Logik würde er behaupten, er wäre ein Vollidiot, wenn er fragt. Okay? Ab und zu wird es natürlich trotzdem jemand geben, der das macht, okay? Weil die einfach trotzdem noch skeptisch sind. Aber es ist nochmal schon mal eine sehr, sehr, sehr gute Sache, um das zu eliminieren. Okay? Das zweite, was verdammt wichtig ist, beim Verkaufen, beziehungsweise allgemein bei den Sprachmustern, oder allgemein, wenn man ja auf diese Emotionen im Verkauf geht, beziehungsweise auf was man auch sagen sollte, sollte man immer Gefühle verkaufen. Okay? Also ihr solltet nicht rein rational einfach nur runterrattern, was die Produkte von uns können und was die Präsentation ist und so weiter, was ein Market Safe ist, sondern verkauft Gefühle. Okay, und was meine ich mit Gefühle verkaufen? Stell dir vor, ist schon so ein Satz. Okay, stell dir vor, weil wenn du sagst, stell dir vor, dann kann dein Gehirn bzw. das Gehirn des Gegenübers nur sich etwas vorstellen. Ist einfach so. Wenn du zum Beispiel zu jemandem sagst, stell dir keinen pinken Elefanten vor, der auf einem Gummiball sitzt, dann stellt man sich das automatisch vor und ich bin mir sicher, jeder hat sich es gerade vorgestellt. Okay? Und das ist einfach die Geschichte. Wenn ihr dann zu eurem Gegenüber sagt und ihr wisst zum Beispiel, okay, auf was ihr ihn ansprechen könnt, nehmen wir zum Beispiel an, ihr seid in einem Gespräch oder Präsentation mit einem sehr, sehr guten Freund oder Freundin und ihr wisst einfach, ihr Traum wäre es einfach, morgens auszuschlafen und aufzustehen, wann sie will und zu arbeiten, wann sie will, beziehungsweise die Zeit frei einteilen zu können. Und genau das haben wir im Network Marketing. Also, wenn ich so eine Person vor mir sitzen habe und ich weiß das, dieses Bedürfnis, ich habe dieses Bedürfnis von ihr erkannt, was auch immer wichtig ist, das könnt ihr auch erfragen am Anfang. Okay? Dann sagt er einfach zum Beispiel, also was ich sagen würde, stell dir vor, du kannst morgen früh aufstehen, wann du willst. Du hast keinen Wecker. Dann, wenn du mal aufgestanden bist, okay, gehst du hin, machst dir einen Kaffee, chillst dich raus auf deinen Balkon, auf deine Terrasse, trinkst einen Kaffee und weißt, du hast keinen Chef, der dich jetzt gleich ruft, du musst dich nicht irgendwie richten oder so, dass du zur Arbeit musst und so weiter. Also ich gehe mit der Person durch, was ihre Bedürfnisse sind. Ich gehe mit ihr mit diesem Stell dir Vorsatz oder bei ihm, okay, oder stell dir vor, du würdest Geld mit dem Handy machen und könntest die Welt bereisen. Stell dir vor, wie wäre es für dich, wenn du morgens nicht mehr um 6 Uhr aufstehen musst, weil dein Wecker klingelt, sondern du stehst auf, wann du willst, machst von deinem Handy Geld und kannst am Abend danach wieder machen, was du willst und du hast eine komplette freie Zeiteinteilung. Okay? Stell dir vor, du hättest im Monat 1000 Euro mehr. Was würde das für dich und deine Familie bedeuten? Stell dir vor, du hättest 2000 Euro mehr. Was könntest du dir damit alles kaufen? Hey, du hast mir doch mal letztens erzählt, du willst die und die Handtasche. Stell dir vor, du würdest durch das, was wir hier machen, durch diese Produkte, so und so viel Geld machen und könntest dir dann diese und diese Handtasche kaufen. Okay, also geht immer auf die Gefühle und auf die Bedürfnisse ein. Und dadurch ist dieser Anfangssatz, diese drei Wörter, stell dir vor, verdammt wichtig. Okay, weil wenn die Person, wenn ihr das sagt, stell dir vor, wie schon gesagt, dann fängt an, die Person sich etwas vorzustellen, wird emotional. Okay, und das ist einfach so. Wir müssen Emotionen verkaufen, das ist im Geschäft das Wichtigste. Okay, der dritte Punkt ist auch ganz wichtig, ist der Hot Button. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand was vom Hot Button gehört hat. Und zwar dieser Hot Button. Da weiß man immer so ungefähr, wo man drücken muss. Okay, Button ist ja ein Knopf, okay, das ist der rote Knopf oder Hot Button, ein heißer Knopf, wo man drücken kann, um diesen Verkauf bzw. um diese Emotionen einzubinden. Und zwar gibt es immer bei den Menschen zwei Handlungsmotive. Okay, das erste oder das erste Motiv eines Menschen ist die Freude zu gewinnen.
Okay? Zum Beispiel, wir kaufen uns ein neues Auto, weil wir mehr PS haben wollen, weil wir mehr Spaß damit haben wollen. Wir kaufen uns eine neue Wohnung oder ein größeres Haus, damit unsere Familie, meine Familie oder was auch immer jetzt einfach als Beispiel mehr Freude hat. Oder ich gehe in Urlaub mit meiner Familie. Freude. Okay? Und dann gibt es noch einen stärkeren Hot-Button, meistens, und zwar ist es Schmerz vermeiden. Also der erste, Freude gewinnen, der zweite, Schmerz vermeiden. Schmerz vermeiden lässt sich über diesen Schmerz vermeiden Hot-Button lässt sich ganz, ganz gut verkaufen. Gerade in der Versicherungsbranche oder so, da wird es sehr, sehr, sehr oft benutzt. Da geht man nämlich durch und sagt, hey, stell dir vor, du fährst mit deiner Familie in Urlaub und irgendwie bist nur du versichert und jetzt habt ihr einen Autounfall und deine zwei Kinder verletzen sich ganz, ganz arg bei diesem Autounfall und du weißt ganz genau, dass du auch abgedeckt, also dass nur du abgedeckt warst und deine Kinder nicht. So könntest du das verantworten. So, kein Vater, der seine Kinder liebt, würde jetzt sagen, nein, natürlich könnte ich das verantworten, kein Stress. Der würde sich sofort die Versicherung holen. Ist zwar asozial, aber ist einfach so. Und das ist Schmerz vermeiden, okay, über diesen Hotbutton zu arbeiten. Zum Beispiel Schmerz vermeiden, der wieder, hey, guck mal, du hast mir letztens erzählt, also wenn wir jetzt wieder ein Beispiel Gespräch haben oder ein Beispiel Meeting oder Beispiel Zoom Call mit einem guten Freund oder so, oder wenn ihr diese Person auch nicht kennt, dann fragt doch am Anfang einfach, so, hey, wie läuft's bei dir? Was machst du beruflich? Machst du deinen Beruf, weil es deine Leidenschaft ist oder weil es deine Rechnungen zahlt? Gefällt es dir, morgens um 6 Uhr aufzustehen? Okay, und dann fängt die Person schon meistens an zu zählen, weil wir Menschen erzählen immer gern von unseren Problemen. Wir Menschen erzählen immer gerne von uns. Okay? Ganz, ganz wichtig. Okay, ich hoffe, es hängt. Also, ein paar schreiben gerade, dass es hängt irgendwie. Ich gehe mal kurz mit dem Handy aus dem WLAN raus und so. Vielleicht geht es dann ein bisschen besser. Und ich versuche es einfach mal. Schissen. Manche sagen, es geht, manche sagen, es geht nicht. Bist du im Call drin? Nö, ich kann es jetzt kurz sagen. Also Die Netzwerkbandbreite von Miguel ist zu niedrig. Ich gehe mal aus dem WLAN raus, kurz vor. Ja, warte mal kurz ab. Ich check das hier mal kurz ab, dass wir alle aus dem WLAN rausgehen. Teils, teils. muss sagen, Läuft flüssig. Also ich weiß nicht, bei manchen, alle, also ich krieg gerade 50-50-50. Manche sagen, es läuft perfekt, manche sagen, es läuft nicht. Der Call wird so oder so aufgenommen. Falls irgendwas ist, das ihr nicht mitbekommen habt, dann zieht euch einfach den Review an. Okay, wird in die TPA-Gruppe hochgeladen. Ich nehme ja den Call auf. Ich mache einfach weiter, weil wie gesagt, manche sagen, es läuft perfekt, manche sagen, es läuft nicht gut. Tut mir leid für die Probleme, beziehungsweise ich mache einfach weiter. Okay, perfekt. Wo war ich stehen geblieben? Schmerz vermeiden. Gerade beim Schmerz vermeiden, wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das benutzt, weil die meisten Menschen haben immer Schmerzen. Also im Schmerzen in Bezug darauf, dass sie arbeiten müssen, dass sie zu wenig Geld haben, dass sie keine Freizeit haben, dass sie in Sklaverei leben, so kann man es für mich einfach zusammenfassen, ist einfach so. Und dann achte ich wirklich darauf, schon am Anfangsgespräch, ein bisschen Smalltalk, ich mache immer Smalltalk, wenn ich einen Call komme und frage immer erst, okay, was geht bei dir ab, was für eine Ausbildung machst du? Machst du das, weil es deine Leidenschaft ist oder machst du, weil du damit deine Rechnungen zahlen kannst? Okay? Macht es dir Spaß, um 6 Uhr morgens aufzustehen, solche Sachen. Und niemand hat Bock, um 6 Uhr morgens aufzustehen, das ist also ein Schmerzvermeidenpunkt, Hot-Button, den ihr mir benutzen könnt. Okay. Und dann könnt ihr sowas sagen wie, okay, guck mal, das Ganze hier, wenn du das Ganze einfach mal 30 Tage lang testest und das Ganze, was für dich ist, und du weißt in 6 Monaten, dass du von dieser ganzen Geschichte hauptberuflich leben kannst und dein größter Schmerz, und zwar morgens um 6 Uhr aufzustehen, wenn dein Wecker klingelt, ist damit weg, hört sich das Ganze dann für dich gut an und würde das Ganze mal für 30 Tage lang testen. Solche Sachen, also einfach über den Schmerz zu verkaufen, okay? Dann der vierte Punkt, unglaublich wichtig, auch ein Riesending, wo die meisten Leute ein sehr, sehr großes Problem haben, ist der Wechsel von der Folie, wo die Produkte fertig sind und es dann zu den Preisen von iMarket Self geht, von den Produkten. Okay? Also nochmal, der Punkt, wo die Folie, also wo die Produkte fertig erklärt wurden und dann die zweite, beziehungsweise die nächste Folie, die ist, wo erklärt wird, was iMarket Self kostet. Und da höre ich die skurrilsten Sachen. Ich weiß, es ist eine verdammt schwere Folie, da den Übergang zu finden, aber da höre ich viel Müll. Also gerade irgendwie viele Leute sagen, hey, guck mal, das Ganze ist doch nicht kostenlos, beziehungsweise das Ganze ist natürlich nicht kostenlos oder natürlich kostet das Ganze auch ein bisschen was oder wer hätte es gedacht, es kostet doch irgendwas oder keine Ahnung, so viel so Zeug halt. Es ist nicht schlecht, okay, es gibt noch schlimmere Sachen, aber ich gebe euch jetzt einen Punkt, beziehungsweise eine Methode, wie ihr diesen Übergang perfekt hinbekommt. Und zwar durch eine psychologische Methode, oder im Verkauf, ein Sprachmuster, und zwar nennt sich das Anker setzen. Was ist ein Anker? Ihr müsst mal vorstellen, beziehungsweise viele Leute benutzen das in Versicherungsbranchen, in allen möglichen Branchen, wo es einfach wo es um Verträge geht, wo es darum mit Kunden, also Business to Business, wo es darum geht. Und zwar gibt es eine Arztpraxis bei uns hier in der Stadt und da hängt ein Bild
mit ganz vielen Zahlen drin, so 6, 3, 4, 5, was auch immer, also keine Ahnung, wie viel stellig, also verdammt viele Zahlen, okay? So, die Geschichte ist einfach die, wenn ihr jetzt nachher beim Zahnarzt wartet und ihr bekommt die Rechnung oder ihr müsst irgendwas machen, wie ihr wisst, Zahnärzte sind nie günstig, okay? Dann wird euch automatisch, und ich glaube, das ist wirklich, ich bin mir nicht sicher, ob der Zahnarzt es extra gemacht hat, ich bin mir eigentlich schon sicher, dass er es extra hingegangen hat, das Bild, weil es geht einfach darum, dass diese Zahlen, okay, die ich am Anfang gesehen habe, wenn ich im Wartezimmer sitze, die ja sehr hoch sind und später dann die Rechnung bekomme, die natürlich geringer ist, dann habe ich immer einen Referenzpunkt. Also mein Gehirn sucht immer Referenzzahlen zum Vergleichen. Okay? Und dann habe ich diese 5, 6 Stellen gesehen im Wartezimmer und jetzt kommt er mit einer Rechnung von 210 Euro und psychologisch, das entscheidet ihr nicht rational, sondern es ist psychologisch. Okay, da könnt ihr nichts gegen machen, das ist einfach so. Das kann man nicht verhindern. Werdet ihr automatisch denken, dass das Ganze ja gar nicht so teuer ist, weil ihr diesen Referenzwert von 5.647 habt oder was auch immer. Und genauso macht ihr es hier auch. Und zwar geht ihr hin, oder was zum Beispiel, was uns zum Beispiel gezeigt wurde, zum Beispiel oder gesagt wurde, was wir in der Versicherungsbranche, da war ich teilweise mal unterwegs, machen sollen, ist, bevor wir denen sagen, was die Versicherung kostet, ihn zu fragen, wie alt er ist. Also heißt zum Beispiel, ich habe dem jetzt erklärt, wie die Versicherung funktioniert, bla 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 und so weiter, und dann bevor ich den Preis sage, sage ich einfach nur ganz kurz sowas wie, Entschuldigung, wann sind Sie nochmal geboren oder wann sind Sie nochmal geboren? Und dann sagt er zum Beispiel in meinem Fall 1996. Und dann sage ich, okay, perfekt. Also die Versicherung für Sie kostet im Monat 12 Euro. So, sein Referenzwert, der Anker, wo vor ein paar Sekunden gesetzt wurde, ist 1996, okay? So, und jetzt komme ich hin und sage, die Versicherung kostet 14 Euro oder 10 Euro. Versteht ihr, was ich meine mit Anker setzen? Und ich zeige euch jetzt ganz genau, wie ihr das anwendet. Und zwar, wenn ihr fertig seid mit den Produkten, es geht zu der nächsten Folie, wo es darum geht zu erklären, was die Produkte kosten, switcht ihr rüber, beziehungsweise bevor ihr rüber switcht, das ist wichtig, ihr dürft noch nicht auf die Folie, ihr darf die Preise noch nicht sehen, weil er wird euch nicht zuhören, sondern auf die Preise schauen, okay? Sondern ihr bleibt noch auf der alten Folie und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr fragt zum Beispiel, was ich immer mache, ist, hey, guck mal, was denkst du, ich habe dir jetzt die Produkte erklärt, du weißt ja, es geht jetzt darum, mit dem Forex-Markt oder an dem Forex-Markt mit unseren Produkten Geld zu machen. Okay, das Forex-Trading zu erlernen. Meine letzte Folie ist immer die Academy. Mache ich immer deshalb, weil es dann perfekt passt zu dem Übergang. Und sage, hey, guck mal, wir haben hier die Academy, da kannst du das Trading lernen. Okay? So, dann frage ich ihn, was wäre es dir wert, monatlich zu bezahlen, um eine Fähigkeit zu erlernen, die dich den Rest deines Lebens bezahlen kann, wenn du sie einmal gemeistert hast. Okay, also nochmal, ich frage die Person, was wäre es dir im Monat wert, zu bezahlen, um eine Fähigkeit zu erlangen oder die anzueignen über dieses System, das wir hier haben. Okay? Und wenn du es einmal geschafft hast, das Ganze zu verstehen, dann ist Rest deines Lebens zum Beispiel damit zu leben, beziehungsweise Geld übers Handy zu machen. Es gibt verschiedene Punkte, verschiedene Ausführungen, okay? Ich sag's auch nicht immer gleich. Oder was ganz einfach ist, also das ist ein bisschen die schwere Variante, die einfache Variante ist einfach immer, hey, was denkst du? Ich habe dir jetzt Forex erklärt, ich habe dir erklärt, was unsere Produkte können, mega krass, oder? Ja, Mann, mega krass. Und dann frage ich, okay, was denkst du, was kostet es da draußen? Was kostet ein Seminar, diese Materie zu erlernen, die wir hier bekommen? Und dann sagen die, ja, keine Ahnung, 2.000 oder 200 Euro oder 3.000. Dann sage ich, hey, guck mal, ich war letzte Woche in Google, oder vor 2 Wochen, habe geschaut, was ein Forex-Kurs kostet. Du kriegst keinen unter 5.000 für ein Wochenende, beziehungsweise in der Woche. So, der günstigste Kurs, den ich gefunden habe, persönlich, habe selber geschaut, in Google, könnt ihr selber mal schauen, war bei 5.600 Euro für eine Woche, Montag bis Freitag, in Frankfurt, bei einem Seminar. So, und dann sage ich, hey, aber es gibt auch gute Seminare, weil das sind keine guten Seminare für 5.000, sondern die guten Seminare sind bei 25.000 am Wochenende. Referenzpunkt gesetzt, ich habe den Anker gesetzt, ich habe den Leuten gesagt 25.000. Und dann komme ich, hey, guck mal, bei uns kriegst du das Ganze für 200 Euro im Paket. Du kriegst IML TV, Web Analyzer, beziehungsweise IML TV, Swipe Trades und so weiter, bla bla, Swipe Coin, im Paket für 200 Euro. Ihr habt davor einen Referenzsatz, also einen Referenzpunkt gesetzt, und zwar habt ihr gesagt 25.000 oder 5.000. Jetzt kommt ihr mit 200 Euro. Okay, das ist ganz, ganz wichtig. Erstens habt ihr den perfekten Übergang, zweitens habt ihr psychologisch gesehen, gut verkauft, also sprachmustertechnisch, weil den Anker gesetzt hat. Für ihn wird diese Summe viel, viel geringer sein, weil er denkt, weil ihr sagt ja, ein Forex-Kurs kostet 25.000, jetzt rechnet er damit, jetzt kommt er mit, keine Ahnung, mit 2.000 im Monat oder 2.000 Einwahlen, dann sagt er, guck mal, bei uns sind es nur 200 Euro. Dann denkt ihr erstmal, boah, Glück gehabt, Alter, 200 Euro. Okay? Dann sind die erstmal froh, dass es nicht 25 bzw. 5.000 sind. Okay? Jetzt nehmt ihr mal an, ihr würdet den Referenzpunkt anders setzen und sagen, hey, guck mal, da draußen kostet ein Forex-Kurs in der Woche 10 Euro. Jetzt kommt ihr, bei uns kostet es 200 Euro. Es wäre umgekehrt. Versteht ihr, was ich meine? Würde denken, Alter, 200 Euro im Monat. Der hat doch gerade gesagt, es kostet 100 Euro. Das wäre genau das Gegenteil. Einfach, dass ihr versteht, wie krass und wichtig dieses Ankersetzen ist. Okay? Immer verdammt wichtig. Ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, ich sage zu den Personen, hey, was denkst du, was kostet ein Forex-Kurs da draußen? Dann raten die rum, wenn sie es nicht hinkriegen, sage ich, hey, ich habe letztens in Google geschaut, 5.000 Euro. Guck mal, bei uns, natürlich keine 5.000, sondern bei uns sind es 200 Euro im Monat. Da kriegst du das.
fertig, okay? Ganz, ganz wichtige Sache. Weil ich sehe Leute so scheitern an diesem Übergang, da fangen die an, irgendeinen Scheiß weg zu erzählen oder fangen an zu stottern oder was auch immer. Okay? Also benutzt es unbedingt. Dann der fünfte Punkt ist, ganz, ganz wichtig, GoPro. Also es ist ein GoPro-Satz, der wird dort gelehrt. Wenn ich, würdest du. Wenn ich, würdest du. Und ich muss jetzt ein bisschen schneller machen, weil wir das schon 20 Minuten durch haben, nur für den ersten Teil. Wenn ich, würdest du. Okay? Zum Beispiel, wenn jemand fragt, was ihr macht, beziehungsweise ihr habt jemanden gepitcht, dazu komme ich dann später, wie man jemanden pitcht. Dann schreibe ich zu dem, dann sagt er zum Beispiel, also sagen wir sind jetzt in einem Chatverlauf oder irgendjemand treffe ich in der Shisha oder was auch immer, der fragt, was ich mache. Und dann sage ich, hey, wenn ich dir ein Video sende, das dir in 15 Minuten erklärt, was ich mache, würdest du es dir dann anschauen? Unglaublich, das ist der machtvollste Satz im ganzen Network-Marketing. Wenn ich, würdest du. Wenn ich dir zeigen könnte, wie du mit den Produkten mehr Geld machst als bei deiner Arbeit von zu Hause, würdest du dir das Ganze dann anschauen? Wenn du mir deine Nummer gibst und ich dir ein Video schicke, das dir in 15 Minuten erklärt, wie du von dem Handy Geld machen kannst, würdest du es denn anschauen? Wenn ich dich zu einem Event einlade, wo dir erklärt wird, wie du vom Smartphone Geld machen kannst und währenddessen die ganze Welt bereisen kannst, würdest du dann kommen? Solche Geschichten, wenn nicht, würdest du das Machtvollste, was es gibt, okay, immer in jedem Satz verpacken. Also gerade bei Einladungen ganz, ganz wichtig, okay? Oder zum Beispiel, was ihr auch machen könnt, ist es okay für dich, wenn? Ist es okay für dich, wenn ich dir ein Video schicke, das in 14 Minuten erklärt, wie wir mit dem Handy Geld machen? Weil ist es okay für dich, wenn, ich kann es nicht erklären, ist ein psychologischer Sprachmustersatz, ist einfach so, dass die Leute meistens zu 90% sagen werden, ja. Weil sie nicht sagen würden, es ist nicht für mich okay. Also ihr sagt, ist es okay für dich, dann ist im Verstand, also wenn ihr sagt, ist es okay für dich, ist im Verstand schon, es ist okay für mich. Also die andere Person sagt schon, es ist okay für mich, weiß aber gar nicht, was die Bedingung ist, beziehungsweise was anschließend kommt. Also ist es okay für dich? Die andere Person denkt schon, ja. Und dann sagt ihr, wenn du dir die Präsentation anschaust. Und dann verstandstechnisch gesehen, habt ihr den Verstand ausgelassen der Person? Ich habe versucht, euch den Verstand zu zeigen, geht leider nicht. Habt ihr den Verstand ausgelassen der Person und seid direkt ins Unterbewusstsein eingedrungen. Und er kann jetzt nicht mehr sagen, nee, mache ich nicht. Weil er hat schon ja gesagt im Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein ist viel machtvoller als das Bewusstsein. Also, ganz wichtig, ist es okay für dich, wenn? Ist es okay für dich? Die Person ist schon okay, sagt, ist okay, schon verstandsmäßig bzw. unterbewusst, sagt sie schon, ist okay. Und dann sagt ihr Bedingungen und dann kann er nicht mehr zurückgehen, geht einfach nicht. Rein rational gesehen bzw. verstandsmäßig wird es nicht passieren, okay? Sechster Punkt, klingt schon logisch, oder? Gerade Lin macht es sehr, sehr gut, da habe ich ihn sehr drin geschult und zwar sagt er immer, klingt logisch für dich. Oder er erklärt die Produkte, er erklärt irgendwas und sagt, klingt logisch, oder? Macht Alex Morton auch. Sounds logic, sounds logic, sounds logic. Sagt er 20 Mal. Wenn nicht mehr. In 5 Minuten. Makes sense. Oder makes sense. Genau, makes sense sagt er immer, gell? Genau, makes sense. Also klingt logisch, dem passt ja auf Deutsch. Er sagt immer makes sense. Nach jedem Satz sagt er makes sense. Weil unterbewusst sagt die Person immer ja, 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 ja. Und dann kommt die Abschlussfrage, hast du Bock mit uns das Ganze zu starten? Ja, automatisch. Wenn ihr euch 5 Ja's holt, kommt das 6. und 7. Jahr fast automatisch. Okay, also holt euch immer die Ja's, indem ihr fragt, klingt logisch, hast du alles verstanden? Sounds logic, okay, makes sense, macht Sinn. Okay, also holt euch immer diese Ja's. Du wirst nicht mehr wissen, ist auch ein, das ist, gehe ich nur ganz kurz durch, das ist echt ein schwerer Satz, gerade wenn es darum geht, wenn ihr gesagt habt, wie viel das Ganze kostet, dann ist die Person vielleicht immer ein bisschen, ja, daneben, beziehungsweise sagt halt, hey, das, ihr seht schon im Gesicht so, oh, 200 Euro, dann sagt er einfach sowas wie, zum Beispiel, ich sag sowas, ey, du wirst nicht mehr wissen, wie viel du ausgegeben hast am Anfang, wenn du die Produkte mal 60 Tage lang getestet hast. Okay, du wirst nicht mehr wissen, wie viel du ausgegeben hast am Anfang, wenn du die Produkte mal 60 Tage lang getestet hast. Okay, oder zum Beispiel, ich bin mir sicher, dass du den Mehrwert schon erkannt hast und jetzt in dieser Präsentation und das Ganze verstanden hast und es wahrnehmen wirst. Okay, ich bin mir sicher, das ist richtig asozial, ich bin mir sicher, dass du intelligent bist, dass du die Präsentation jetzt gerade verstanden hast und einsteigen wirst. So, das ist richtig asozial, weil er wird nicht sagen, nee, habe ich nicht verstanden. Weil dann würde er gegen sich selber sagen, dass er dumm ist. Also es ist richtig asozial, das kann man echt machen. Also muss man auch aufpassen, mit wem man das macht. Weil manche checken das. Das ist echt hart, man kann das machen. Mache ich auch oft. Ich lache dann halt. Ich sage dann einfach am Ende, hey, wenn ich fertig bin und die Präsentation, ich merke selber, die Präsentation war richtig krass, ich war voll on fire, dann sage ich, hey, ich bin mir sicher, du hast den Mehrwert jetzt schon verstanden und kannst gar nicht Nein dazu sagen. Und ich bin mir sicher, dass du intelligent bist. Gerade irgendwas, du intelligent oder verstandsmäßig, weil da kann er nicht widersprechen. Ich bin mir sicher, dass du intelligent genug warst, das Ganze hier zu verstehen und diese Chance wahrnehmen wirst, weil alles andere wäre komplett crazy. Und dann lache ich einfach nur. Und der Erste, der dann was sagt, verliert. Also danach sagt er einfach gar nichts mehr. Weil dann rattert es bei dir im Kopf heftig hart. Und dann wartet ihr einfach nur und dann kommt meistens das Ja. Steht alles im Handout drin, will ich nicht weiter darauf eingehen, weil es sehr schwere Sprachmuster sind. Nächster Punkt, niemals, ganz wichtig, niemals Kosten sagen. Streicht Kosten komplett aus eurem Wortschatz. Komplett. Und vielleicht könnt ihr gerade mitstreichen.
und mal auch noch. Aber hauptsächlich Kosten. Die meisten Leute sagen immer, ey, das kostet hier. Nein, wir investieren. Kosten ist ein negativ behaftetes Wort. Was wir sagen, und eigentlich, genau, könnt ihr auch streichen. Wichtig, und ist ganz wichtig, aber macht gerade Kosten. Sagt niemals Kosten, sagt immer Investition. Ich sage auch immer, ey, du investierst hier 200 Euro, um 30 Tage dabei zu sein. Danach bekommst du eine E-Mail, wo drin steht, wenn du da weiterhin dabei bleiben willst, reinvestierst du 150 Euro und bist weiter dabei. Und ich erkläre den Leuten auch noch immer, warum ich Investment sage. Ich sage, hey, ich sag immer Investment. Warum? Weil wir geben Geld, um mehr Geld zu machen. Wir sind also intelligent. Es sind keine Kosten hier. Niemals Kosten sagen. Niemals. Streicht es. Wenn ich nochmal irgendjemand höre, der Kosten sagt, kriege ich gerade aus dem Call und mache selber weiter. Also immer Investition. Dann, genau, immer auf die Bedürfnisse eingehen, ist klar. Versucht die Bedürfnisse herauszufinden, ist einfach ein Grundsatz. Erzählt den Leuten nicht irgendwas von euren Bedürfnissen, sondern fragt den Leuten, was bei denen abgeht. Grundsätzlich Fragen stellen. Grundsätzlich fragen, ganz wichtig. Wenn eine Person irgendwas gegen irgendwas hat, also gegen irgendwas in diesem Geschäft hat, dann sagt immer, um das auf die Seite zu kommen, sondern sagen wir zum Beispiel, er hat was gegen den Vergütungsplan. Dann sage ich immer, okay, aber grundsätzlich gesehen, oder beziehungsweise ich sage dann immer, bist du dann grundsätzlich komplett dagegen? Oder sind die Produkte für dich cool? Oder bist du grundsätzlich von den Produkten nicht überzeugt, aber von dem Vergütungsplan? Oder bist du grundsätzlich, keine Ahnung, da kann man so viel machen, okay? Also man kann so verdammt viel mit diesem grundsätzlichen Satz machen. Weil grundsätzlich bedeutet, ihr versteht seine Meinung, ihr respektiert die, aber grundsätzlich ihr schiebt es auf die Seite und geht dann auf einen anderen Fokus, okay? Bist du denn grundsätzlich dagegen, wenn ich dir das Ganze mal zeige? Oder solche Sachen. Also grundsätzlich ist auch eine Sache, kann man viel verarbeiten. Letzter Satz zum Sprachmustertechnik, zum Sprachmustertechnik-Thema. Wie gesagt, wir sind schon bei einer halben Stunde jetzt, aber wie gesagt, ist ein verdammt schweres Thema und da muss man viel dazu erklären. Merkt euch immer den Satz. Immer. Wollt ihr Recht haben oder wollt ihr Geld verdienen? Ich wiederhole es nochmal. Wollt ihr Recht haben oder wollt ihr Geld verdienen? Und nochmal. Wollt ihr Recht haben oder wollt ihr Geld verdienen? Merkt euch das bitte. Ich merke in so vielen Calls, dass es einfach darum geht, dass die Leute Recht haben wollen. Okay, weil zum Beispiel dann sagt der eine, hey, der Vergütungsplan, damit lässt sich kein Geld machen. Beziehungsweise eigentlich ist es andersrum. Wir erklären die Produkte, Vergütungsplan, die Leute sagen, ey, mit den Produkten lässt sich kein Geld machen. Dann versucht die Person nicht unbedingt davon zu überzeugen, dass es nicht so ist. Weil die Person, wir denken immer selber, wir haben Recht. Und dass mich zum Beispiel jemand davon überzeugt, dass ich nicht Recht habe, ist verdammt schwer. Aber man kann es anders umgehen. Zum Beispiel, wenn er jetzt, wie gesagt, sagt, Produkte kann man kein Geld machen, nur mit dem Network. Okay? Dann sage ich, okay, vielleicht hast du Recht. Ich sehe das Ganze nicht so, aber vielleicht hast du Recht. Wie wäre es, wenn du dich nur aufs Networking fokussierst? Anstatt ihm zu erklären, wieso man mit den Produkten auch Geld macht. Vergesst nicht, ihr dürft nicht Recht haben. Beziehungsweise, was heißt, ihr dürft nicht Recht haben? Das ist falsch gesagt, sorry. Ich meine, ihr dürft einfach, diesen Satz dürft ihr nie vergessen. Willst du Recht haben oder Geld verdienen? Wenn ein Kunde zu euch kommt und sagt, er will den und das und das und das und das und das und ihr sagt dann, nein, bei uns gibt es keine Autotrader. Also er sagt zum Beispiel, ich will traden vollautomatisch, bla bla bla, dann sage ich, nein, es gibt keinen Autotrader. Dann sagt er, doch, bei iMarket Live gibt es Autotrader, ich bin mir zu 100% sicher, das haben meine Kollegen mir erzählt. Dann sagt ihr, nein, es gibt keinen Autotrader. Gibt es echt nicht. Das ist falsch, weil dann beharrt ihr auf eurer Meinung. Sagt doch einfach, ja, ja, genau, gibt es alles bei uns. Und dann fangt ihr an, Swipe Trade, Swipe Coin, bla 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 bla. Im Normalfall juckt es ihm gar nicht mehr. Okay, also merkt euch immer den Satz, willst du Recht haben, du Geld verdienen. Dann zu Kaltkontakten. Preschen wir das durch, Kaltkontakte, nächstes Thema. Storytelling, immer Storytelling. Und benutzt Voice Messages. Also mit Kaltkontakten meine ich jetzt, wenn ihr mit Leuten am Kontakten seid, nutzt Voice Messages. Schreibt den Leuten vielleicht nicht gleich beim ersten Mal, beziehungsweise macht nicht gleich beim ersten Kontakt eine Voice Message, sondern schreibt den Leuten, schreibt am Anfang ein bisschen und dann benutzt Voice Messages. Gerade wenn es darum geht, herauszufinden. Okay, also, oder sogar Videos. Videos fände ich jetzt ein bisschen zu krass. Weiß nicht, ist vielleicht durch Snapchat, durch Instagram, durch die Geschichten immer populärer geworden. Finde ich noch zu krass, gerade wenn es ums Business geht. Aber kann jeder selber machen. Ich benutze immer Voice Messages. Also ich fange an mit den Leuten zu schreiben, hey, wie geht's, was geht ab, was machst du beruflich? Und dann, wenn diese Frage kommt zu mir zurück, was mache ich beruflich, dann mache ich eine Voice Message und sage, Alter, ich habe letztes Jahr im Juli mein Abi gemacht, habe danach ein Geschäft kennengelernt, da kannst du mit dem Handy Geld machen. Ich dachte mir, das ist ein kompletter Bullshit. Habe das Ganze einfach versucht, habe nach 3 Monaten meinen Job gekündigt, den ich zuvor angenommen habe und mache das Ganze jetzt seit 8 Monaten hauptberuflich. Ich bin komplett, ja, keine Ahnung, was in meinem Leben passiert, ist komplett krass. Fertig. Was denkt ihr jetzt, was ich für eine Voice-Message zurückbekomme? Sagt ihr, Alter, was für ein krasser Typ, was geht ab, Mann, heftig, wie hast du das gemacht? Anstatt einfach zu schreiben, ja, ich verkaufe, ja, ich bin, keine Ahnung, wenn ihr jetzt eine Voice-Message macht, wenn ihr fragt, was ihr beruflich macht und ihr schreibt, ja, ich erkläre Menschen, wie man mit dem Handy Geld macht. Ist ein guter Satz, aber ist nicht besser als eine Sprachnachricht, wo ihr wirklich eure Story erzählt. Leute, Storytelling ändert alles. Storytelling ist eins A und O.
hier in diesem Geschäft. Wer Storytelling macht, und da ist Martin Laurent der Beste drin, deswegen ist er auch am erfolgreichsten in der ganzen TPA, dann werdet ihr am erfolgreichsten sein und benutzt Stories. Erzählt eure Story. Erzählt eure Story, wie ihr dazu gekommen seid. Weil die Menschen denken immer, wir sind so krass, wir traden, woher haben wir das Wissen, übelst hart. Die denken alle, wir haben studiert. Die denken, ich arbeite mit chinesischen Zeichen, Alter, oder Kalligrafie, Alter, wenn ich am Traden bin. Nein, ich erzähle denen einfach, ich war Abiturient, genauso wie du, hab das Ganze nicht gecheckt, hab mir das Ganze angeschaut, dachte, das wäre chinesisch, hab das Ganze durch die Academy gelernt, hab nach 3 Monaten meinen Job gekündigt, trade jetzt hauptberuflich und nebenher oder beziehungsweise im Network zusammen. Dazu bin ich gekommen. Ich bin selber, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, wie ich das geschafft habe. Mein Leben hat sich 8 Monaten komplett durch die TPA verändert. Das sind 30 Sekunden. Wenn ihr diese Nachricht hört, denkt ihr sich, leck mich am Arsch, was geht denn ab? Okay, also benutzt Voice Messages und erzählt eure Geschichten. Jeder von euch hat eine Geschichte, jeder. Zum Beispiel, ich bin gerade hauptberuflich unterwegs und ich habe nebenher ein Movement kennengelernt, das nennt sich TPA, da lernt man, wie man mit dem Handy Geld machen kann und das wird jetzt in Zukunft mein Job. Ich will nichts mehr mit meinem Job zu tun haben. Solche Sachen, seid doch einfach ehrlich, erzählt eure Story. Ganz wichtig beim Kaltkontakte machen, einfach mal so mit Basic-Sachen. Okay? Dann gibt es Leitfäden von Martin. Holt euch die bei eurer Upline oder schreibt mich an. Holt euch die Leitfäden von Martin, was Kaltkontakte angeht. Wie schreibt man mit Leuten, wie schreibt man Leute an und so weiter. Kann ich jetzt nicht alles drauf eingehen. Dann gibt es noch Social Media Masterclass, wird auch in dem Handout mit dabei sein, das Video und online rekrutieren. Wie rekrutiere ich online? Schaut euch das bitte an. Jetzt zum nächsten Thema, beziehungsweise eigentlich Unterthema Kaltkontakte pitchen. Dazu sage ich jetzt ganz kurz noch was und dann würde ich kurz Linus sprechen lassen. Linus hat eine sehr, sehr geile Art. Und zwar bei Kaltkontakten pitchen. Ich wurde nämlich gefragt, wie soll ich Leute pitchen, beziehungsweise wie mache ich den Verlauf, dass die Leute mir schreiben? Wie kriege ich das überhaupt hin, dass Leute mir schreiben, was ich mache? So, ihr geht einfach in Facebook, schreibt Leute an, schickt Freundschaftsanfragen raus. Wenn sie angenommen werden, schreibt die Leute an und sagt, schaut das Profil von den Personen an. Oder habt einen Standardsatz. Mein Standardsatz ist zum Beispiel, hey, ich habe gesehen, du bist auch im Investmentbereich tätig. Fragezeichen. Oder stimmt es, dass du auch im Investmentbereich tätig bist? Also ich add nur Leute aus Investmentgruppen, aus Tradinggruppen, aus Bitcoin-Gruppen, aus Kryptowährungsgruppen, aus Mining-Gruppen und so weiter. Dann schreibe ich die direkt an und sage, hey, ich habe gesehen, du bist auch im Investmentbereich tätig. Was machst denn du genau? Oder hey, bist du auch im Investmentbereich tätig? Und dann sagt er, ja klar, und du auch. Ich so, ja klar, meine Voice Message. Hey, letztes Jahr mein Abi gemacht im Juli, Alter, keinen Plan von Investment gehabt, mir das Ganze angeschaut, seit 800 Euro mit der Geschichte. Keine Ahnung, wie ich hergekommen bin, mega krank. Dann kommt eine Voice Message von ihm, Alter, krass, Alter, seit, keine Ahnung, 3 Monate aufgerufen. Nicht jeder hat die gleiche Story wie ich. Es gibt bessere Stories, es gibt aber auch schlechtere Stories. Was ihr denkt, gibt's aber nicht. Jeder Mensch hat seine eigene Story. Jeder Mensch kann an dieser Story feilen, okay? Vor allem wichtig im Network Marketing. Dann schreibe ich mit den Leuten einfach weiter. Kommt, pitch die Leute nicht direkt aufs Geschäft, sondern schreibt mit denen ganz normal. Schaut denen das Profil von den Leuten an. Schaut, über was sie am meisten posten. Wenn sie über Kaffee posten, also wenn sie viel über Kaffee posten oder viel über Autos oder so, dann schreibe ich die Leute darauf an und sage, hey, krasses Auto. Oder hey, was ist denn dein Zukunftsauto? Oder was für ein Auto willst du denn mal haben? Dann sagt er, ich will das und das Auto. Und dann sagt er, krass. Und dann fragt er mich, was ich will. Und dann sage ich, hey, ich will ein CLA 45 AMG. Und dann habe ich mal schon mit einem geschrieben, der hat mir dann Sportsitze empfohlen, die ich kaufen soll, weil die anderen scheiße sind und habe übelst gut mit denen connected. Und habe gesagt, ey, lass mal einen Call machen, ich will dich kennenlernen. Oder eine Voice-Message gemacht. Hey, so danke für die Tipps, Mann. Mega, mega geil. Und dann fragt er mich, ja, wie kommst du eigentlich zu so einem jungen Alter, schon den CLA 45 AMG holen zu wollen? Okay? Und dann sage ich, hey, ich habe vor 8 Monaten das Ganze hier gestartet, bla bla bla, ihr kennt die Geschichte. Was schreiben wir aber, wenn sie direkt fragen, warum du sie angeschrieben hast? Dann schreibe ich zum Beispiel immer, ich tausche mich gerne aus. Oder ich habe auf dein Profil gesehen, du postest viel für die Frauen mal. Ich habe gesehen auf dein Profil, du hast die neue Gucci-Handtasche. Mega krass, Alter, wie viel hast du dafür gezahlt? Das ist einfach so eine Geschichte. Man kann einfach schauen, was auf dem Profil abgeht. Wenn euch nichts einfällt zu der Person und ihr nichts seht, dann sagt einfach, hey, ich tausche mich verdammt gerne aus. Mein erster Satz ist immer, hey, ich habe gesehen, du bist auch im Investmentbereich tätig. Oder hey, bist du auch im Investmentbereich tätig? Okay? Und dann sagt er nein oder ja. Und dann fragt er mich, wieso schreibst du mich an oder warum ist es wichtig? Dann sage ich, hey, ich tausche mich verdammt gerne mit Menschen aus, die mit dieser Materie zu tun haben. Voice Message, schon beim zweiten Mal. Ich tausche mich verdammt gerne mit Menschen aus, die mit Investment-Sachen zu tun haben. Ich tausche mich verdammt gerne aus mit Menschen. Deswegen dachte, dein Profil sieht sympathisch aus, ich schreibe dir mal. Nicht direkt pitchen, nicht sagen, ey, ich suche Leute für mein Team, ich mache das und das, ich finde das nicht mehr gut, vor allem ist es so gesättigt. Okay, also wenn die Leute direkt fragen, was willst du von mir, dann gib doch denen einfach die Antwort. Also nicht direkt, dass sie sich rekrutieren wollen, weil das kommt nicht gut, sondern einfach, hey, keine Ahnung, ich habe dein Profil gesehen, weil ich bin viel auf Facebook unterwegs, meine Arbeit bzw. meine Leidenschaft ist, sich mit Menschen auszutauschen. Kommt vielleicht ein bisschen schwul rüber, aber kommt immer darauf an, wie er es macht. Okay, ganz, ganz wichtig, bei Kaltkontakte pitchen. Kaltkontakte pitchen, schaut euch das Video von Chris Nickel in der TPA an.
krasseste Video von was Pitch angeht. Okay, schaut euch das an. TPA, Chris Nickel, Pitch. TPA, Chris Nickel, Pitch. Meine eigene Pitch ist immer, ich erkläre Menschen, wie man mit dem Handy Geld macht und reise währenddessen. Und ich erkläre Menschen, wie man mit dem Geld Handy macht an den größten Finanzmärkten der Welt. Sage ich immer. Gerade draußen in der realen Welt, also nicht in der Online-Welt, sondern gerade zum Beispiel letztens war ich beim Zahnarzt und der hat mich gefragt, ey, was machst du eigentlich? Dann sage ich, ja, ich erkläre Menschen, wie man mit dem Handy Geld macht an den größten Finanzmärkten der Welt. So saß er da. So, Alter, was geht ab? Okay, also überlegt euch eine gute Pitch. Ihr müsst nicht die gleiche nehmen. Es kommt auch besser, wenn ihr nicht die gleiche nehmt, weil wir bei der TPA schreiben manchmal Leute auf Facebook 15 Mal an und wenn jeder die gleiche Pitch benutzt, dann funktioniert es halt leider nicht so gut, okay? Also überlegt euch da was. Dann zum nächsten Thema Zeitmanagement. Meine Upline hat die Leitsätze von Martin auch nicht. Wo bekomme ich die denn her? Dann sagt deine Upline, sie soll den Arsch bewegen und von der nächsten Upline die Leitfaden. Das ist doch nicht so schwer, Jungs. Perfekt. Sonst, ich poste das Ganze nachher nochmal rein. Nee, wir machen so. Holt euch die Informationen von Uplines, weil sonst poste ich wieder alles rein und eure Uplines haben nichts zu tun. Die sollen auch mal die Informationen beschaffen. Also holt euch das Zeug bei eurer Upline. Der Rest, Restsachen bekommt ihr über das Handout hier. Okay? Weiterhin beim, also ich würde euch gerne einen Verlauf zeigen, aber wegen der DSGVO will ich mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und mit euch in mein Facebook reingehen und so Zeug, weil das wäre ein bisschen zu hart. Wie gesagt, ich gehe vielleicht einfach nochmal kurz durch. Ich add Leute auf Facebook aus Investmentgruppen, aus Bitcoin-Gruppen. Alles, was mit Investment zu tun hat. Alles, was mit Geld zu tun hat. Okay? Dann edde ich die raus und schreibe die, warte, bis sie mich angenommen haben. Dann gehe ich in den Messenger auf Facebook, also halt übers Handy. Und dann steht immer, neu angenommen, neu angenommen, neu angenommen. Und dann winke ich und habe einen Standardtext auf meiner Tastatur eingespeichert am iPhone. Und der lautet, dass ich den 1:1 vorlese. Der ist eingespeichert auf HWG, also ich gebe HWG ein, dann tippt er das automatisch an. Hey, was geht ab? Du bist auch im Investmentbereich tätig? Fragezeichen, Smiley. Und dann kommt die Antwort. Dann sagt er, ja, klar, oder hey, du auch, und hey, nee. Und wenn die Leute nee sagen, dann schreibe ich gar nicht mehr weiter mit denen. Also ich gehe viel auf Masse. Wenn die schreiben, hey, ja, klar, dann sage ich, geil, nice, was machst du? Und dann fragen die, ja, wieso fickst du? Und dann sage ich, ich tausche mich, mache ich Voice Message. Ich tausche mich immer verdammt gerne mit Menschen aus auf diesen, in diesen Bereichen. Das ist meine Leidenschaft. Und dann sagen die, krass, ja, ich habe Bitcoin gekauft. Guck mal, Leute, wenn jemand investiert, dann ist er doch stolz darauf. Wenn ihr investiert, wenn ihr Geld mit dem Handy macht, wenn ihr Geld mit Kryptowährungen macht, dann seid ihr doch stolz drauf, dann erzählt ihr das den Leuten doch. Das ist die perfekte Pitch. Und dann sage ich da einfach, hey, Investmentbereich, geile Sache, Mann, Leidenschaft, was machst du da? Dann sagt er zum Beispiel, ja, ich bin in Kryptowährungen unterwegs, du machst 6%. Dann sage ich, ja krass, bist du mit 6% zufrieden? Dann sagt er, ja, wie 6% zufrieden, ist doch voll gut. Ist, ja, keine Ahnung, ich mache 6% am Tag manchmal. So habe ich auch schon Leute rekrutiert. Das ist bestimmt einer hier im Call. Daniel, Shoutout an dich, wenn du am Start bist, Bro, so habe ich ihn rekrutiert. Er war bei BitClub. Hat dort gemeint, hat gesagt, er macht zwischen 4% und 6%. Ich so, hey, bist du damit zufrieden? Oder er hat mich gefragt, wieso ich das mache. Er hat mich gefragt, ob ich auch meine. Habe ich gesagt, nee, ist für mich zu unprofitabel. Und dann sagt er, okay, wie zu unprofitabel? Dann habe ich gesagt, ja, ich mache manchmal 6% am Tag. Und dann sagt er, krass, erzähl mal, was geht denn ab? Und dann habe ich es ihm gezeigt. Dann ist er eingestiegen. Okay? Also pitchen. Allgemein, wie man mit Leuten schreibt. Leute, ich habe 2,5 Jahre saß ich vor dem Computer und habe mit den Leuten geschrieben, bis ich irgendwann mal konnte. Hier ist es auch wieder. Learning by doing. Schreibt die Leute an und gibt Gas. Der nächste Punkt. Ganz wichtig, schreibt euch hinter die Ohren und am besten noch auf die Stirn drauf. Erst warmer Markt, dann kalter Markt. Nochmal. Erst warmer Markt, dann kalter Markt. Was ist warmer Markt? Freunde, Bekannte, Familie, Leute im Umkreis, Leute, die man kennt. Kalter Markt, fremde Leute, Facebook. Wenn ihr ein beschissenes Facebook-Profil habt, weil ihr noch nie im Network-Marketing wart, geht mal auf das Profil von Daniel Moreno, von Martin, von Chris Nickel, von Simon Valentin, von Lynn Celestino. Schaut euch die Profile an. Oder meins. Dann seht ihr, was ein gutes Profil ist. Wo Content drauf ist. Wo man sieht, dass die Leute was drauf haben in der Profession, die sie machen. Hatte ich damals auch nicht. Okay, deswegen bin ich auf den wahren Markt gegangen. Weil auf dem wahren Markt werde ich vertreten, meine Persönlichkeit und Leute, die mich schon kennen. Wenn ihr auf den kalten Markt geht, mit einem Facebook-Profil, wo ein halbes Facebook-Profilbild von euch drin ist, wie ihr irgendwie dunkel in der Ecke sitzt, mit 5 Candy Crush Scores, die ihr die letzte Woche gehauen habt. Und dann schreibt ihr Leute an und sagt, ihr seid im Network-Marketing-Bereich, beziehungsweise erklärt Menschen, wie man mit dem Handy Geld macht. Dann habt ihr verkackt. Dann könnt ihr noch so gut schreiben und noch gute Pitches haben. Ihr habt verkackt. Deswegen, Leute, ich sag's nochmal. Warmer Markt, kalter Markt. So, jetzt scheißen sich viele in die Hose. Warmer Markt, ich habe keine Resultate, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Leute, ich wurde damals auf meinen Warmen Markt geschickt, bei einer Firma, die hat Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Erkennt man diese Nahrungsergänzungsmittel, erkennt man erst, ob die Funktionalität von denen wirklich so ist, wie die Leute das sagen, nach einem Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre oder nie.
Man wird nicht von heute auf morgen gesund, wenn man Nahrungsergänzungsmittel schluckt. Und trotzdem gehen die Leute alle auf den Warenmarkt. Leute, macht das Success Mentoring, macht euch ein scheiß Demo-Konto, macht dort Geld drauf, geht in den Harmonic Scanner, kopiert 3-4 Swipe Trades, macht damit Profite und sagt es eurer Familie, euren Leuten, euren Bekannten oder was auch immer. Genauso habe ich es auch gemacht. Fertig. Es geht nicht einfacher. Wenn ein paar Swipe Trades daneben gehen, dann dauert es halt eine Woche, bis ihr die Resultate habt. Aber Leute, ihr macht euch das Leben zur Hölle, wenn ihr auf den kalten Markt geht. Glaubt mir. Ich habe es 2,5 Jahre lang gemacht. Ich saß wirklich manchmal am Abend hier vor dem Computer und habe geheult, Alter. Weil der kalte Markt ist elendig scheiße. Ohne Spaß. Geht auf den warmen Markt. Ohne Witz. Geht auf den warmen Markt. Wenn ihr dem Ganzen, was hier abgeht, noch nicht vertraut oder wenn Leute in eurer Downline dem, was wir machen, noch nicht vertrauen, dann ist eure erste Arbeit, der Person zu zeigen, dass das, was wir machen, vertrauenswürdig ist. Leute, als ich bei Juice Plus nicht einsteigen wollte, haben die mich zum Steuerberater geschleppt. Ich habe 4 Monate lang Fragen gestellt. Das haben die alles eliminiert. Und nach 4 Monaten habe ich gesagt, okay, Alter, ich kann nicht mehr. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr zu angreifen. Ich steige einfach rein. 4 Monate. 4 Monate. Die sind mit mir zum Steuerberater gegangen. Meine Ableitung ist mit mir zum Steuerberater gegangen. Um mir zu zeigen, dass das Ganze, was wir machen, auch wirklich funktioniert und seriös ist. Also dann helft euren Leuten gefälligst. Das ist jetzt ein Part, den nehme ich außerhalb raus, weil es mir einfach immer wieder auffällt. Okay, weil die Leute sagen, ich gehe auf den kalten Markt. Leute, ihr werdet auf dem kalten Markt zerfetzt oder so, eure neuen Leute. Die haben keinen Plan, wie man mit Leuten schreibt. Die haben keinen Plan, wie man Kaltkontakte macht. Und dieses Sprachmuster, genauso wie man mit Menschen schreibt, das kostet Zeit zu erlernen. Das ist eine Fähigkeit. Das ist Social Contacting, das lernt ihr nicht einfach. Deswegen geht auf den warmen Markt, da kennen euch die Leute. Da können euch die Leute vertrauen. Klar, wenn ihr derjenige seid, der euch sich oder der oder diejenige seid, die oder der sich jedes Wochenende vollkommen volllaufen lässt und jedes Wort, was er sagt, kein Gewicht hat, dann braucht ihr es natürlich auf keinen Markt versuchen. Oder beziehungsweise dann könnt ihr lieber auf den kalten Markt gehen. Aber geht auf den warmen Markt zuerst. Verdammt wichtig. Okay, ich wollte den Call 40, 45 Minuten höchstens machen. Wir haben jetzt noch 2-3 Minuten. Da will ich auf Zeitmanagement eingehen. Okay. Was Zeitmanagement angeht, jeder, das muss uns erstmal bewusst werden. Jeder Mensch hat wie viele Stunden am Tag? 24. Wie viele Stunden hat jeder Tag am jetzt komme ich selber durcheinander. Wie viele Stunden hat jeder Mensch am Tag? 24. Egal, ob es ein Manager ist, egal, ob es die Kanzlerin ist, egal, ob es ein Schüler ist, egal, ob es ein Arbeitnehmer ist, egal, ob es ein Millionär ist oder ein Armer. Jeder von uns hat 24 Stunden. Und was gilt, um erfolgreich zu werden, ist, was macht ihr in 24 Stunden? So, manche schlafen davon 8-9 Stunden. Dann haben wir schon ein bisschen Probleme. Dann sind 15, 16 Stunden noch da. Okay. Und dann 6, 7, 8 Stunden arbeiten, 9 Stunden mit Heimfahren, okay, dann haben wir noch 10 Stunden, 3 Stunden um die Kinder kümmern und dann die letzten 4, 5 Stunden, was macht ihr dann? Genau, Fernsehen schauen, Netflix schauen, Instagram-Stories anschauen, Shisha rauchen, solche Geschichten, okay? Jeder, der mir erzählt, dass ihr keine Zeit hat, belügt sich selber. Mir ist es scheißegal, ob ihr mich belügt, aber ihr belügt euch selber. Immer. Mir ist es scheißegal, ob ihr euch erzählt, dass ihr keine Zeit habt. Wenn ihr erfolgreicher werden wollt, dann versteht, dass jeder Mensch 24 Stunden hat. Ich habe das damals auch gesagt. Ich habe immer gesagt, ich habe keine Zeit. Und dann habe ich mal das gemacht, was Martin gesagt hat, und den Tipp gebe ich euch jetzt. Schreibt euch auf ein weißes Blatt Papier auf 24 Stunden. Dann fangt ihr an mit den Sachen, die ihr so oder so machen müsst. Ihr müsst arbeiten. 8 Stunden. Rechnet eine Stunde Fahrt mit rein, wenn es auch so lange dauert. 9 Stunden sind weg. Und zieht ab, zieht ab, zieht ab. Essen gehen am Tag, beziehungsweise wie lange gehe ich essen? Mit dem Hund laufen. Wie lange schlafe ich? 8 Stunden. 8 Stunden, nochmal 8 Stunden, sind 16 Stunden weg, sondern habe ich nochmal 8 Stunden Zeit. So, und in den 8 Stunden, was mache ich da? Okay, 2 davon bin ich mit Freunden oder mit Freund unterwegs, dann habe ich noch 4 oder 5 oder 6 Stunden, sagen wir 6 Stunden, müsste sogar passen. Dann, keine Ahnung, 1 Stunde insgesamt. Keine Ahnung, Alter, was weiß ich, laufen gehen mit dem Hund oder spazieren gehen oder Sport machen, dann habt ihr noch 4 Stunden. So, und dann ist halt meistens in diesen 4 Stunden, ist halt das, was die Menschen halt dann zum Chillen benutzen, weil jeder Mensch hat 4, 5 Stunden am Tag. Zu chillen, um keine Ahnung was zu machen. Also macht euch einen Zeitmanagementplan, schreibt alles runter, was ihr macht, zieht ab. Und ich bin zum Beispiel letztes Jahr, als ich in der Abitursphase war, okay, als ich in der Abi-Phase war, bin ich trotzdem auf 5 Stunden plus am Tag rausgekommen. Das heißt, ich habe genau 5 Stunden, die ich investieren kann. Und wenn du von diesen 5 Stunden nochmal 2 Stunden abziehst, um wirklich kulant zu sein und zu sagen, hey, manchmal kommt meine Mutter und stört mich, manchmal muss ich das machen, manchmal muss ich das machen, manchmal muss ich das machen, manchmal ruft mich da jemand an, was auch immer. Dann habt ihr immer noch 3 Stunden. Leute, wenn ihr 3 Stunden am Tag effektiv in das Geschäft investiert, dann seid ihr perfekt unterwegs. Zeitmanagement, verdammt wichtige Geschichte. Okay? Lernt das Zeitmanagement, lernt Schritt für Schritt, das Ganze ist eine Ausbildung, Leute.
langfristig, okay? Seht das Ganze nicht nach 2 Monaten. Leute, ihr macht da draußen eine 3-jährige Ausbildung, um Handwerk zu erlernen. So, manche Leute sagen zu mir nach der ersten Woche, dass das Ganze nicht funktioniert und hören wieder auf. Leute, seid ihr da mit mir dabei oder beziehungsweise könnt ihr das auch bejahen, wenn ich euch sage, dass Trading und Networking beides ein eigenes Handwerk ist, was man auch 3 Jahre erlernen muss? Ich glaube ja, oder? Ich glaube, wenn man Maurer werden will und lernt, wie man genau Steine aufeinander mauert, wie man den Mörtel anrührt, bla 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 bla, Statik und die ganzen Geschichten, was 3 Jahre dauert, 3 Jahre dauert. Und ihr wollt mir erzählen, ihr könnt nach 2 Monaten nicht traden und keine Profite machen. Ja, dann wollt ihr zwar sagen, das sage ich jetzt lieber nicht, dann geht. Dann versteht ihr das System nicht, dann kapiert ihr es einfach nicht, okay? Fertig. Man kann nicht in 3 Monaten traden lernen. Man kann auch nicht in 5 Monaten traden lernen. Leute, das ist langfristig, versteht es und bringt es euren Leuten bei. Langfristig. Langfristig. Kapiert. Schreibt niemanden ein und sagt ihnen, ihr werdet am Ende des Monats das Geld wieder drin haben. Ist nicht so. Funktioniert bei vielen, funktioniert aber auch bei vielen nicht langfristig. Vergleicht es immer wieder Ausbildung, mache ich auch. Lernt das Zeitmanagement, Kontakte und diese Sprachmuster. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie spreche ich mit Menschen? Wie interagiere ich mit Menschen überhaupt? Wie pitche ich Leute? Wie kriege ich dazu Leute, dass sie automatisch fragen, was ich mache? Ein Punkt ist immer zu sagen, hey, was machst du beruflich? Die meisten Menschen werden dann fragen, was machst du beruflich? Und dann sage ich, ja, ich reise und erkläre Menschen, mit wem die Geld macht, bla 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 oder Voice Message, okay? Jetzt gibt es einen Punkt, den habe ich jetzt nicht angesprochen, werde ich auch nicht mehr angesprochen, und zwar Leader. Beziehungsweise ich will euch ganz kurz eine Definition zu Leader geben. Die habe ich zum Beispiel auf meinem Handy gespeichert als Frontscreen. Zeige ich euch gleich mal in der Kamera. Man sieht es, warte, ich habe hier eine Notiz drauf. Man sieht es vielleicht ein bisschen. Hier habe ich die Definition von Leader drauf. Jedes Mal, wenn ich mein Handy sehe, beziehungsweise anmache und ich die Nachricht bekomme, sehe ich das. Und für mich heißt Leader, weil viele haben gefragt, was ist Leader und was sind die Aufgaben. Dazu gehe ich ganz kurz ein, das Video lasse ich euch nicht mehr ablaufen, könnt ihr euch selber reinziehen, schaut euch es an, mega wichtiges und witziges Video, okay? Und zwar, Leader bedeutet, someone who creates an inspiring vision of the future, motivates and inspires people to engage with this vision, manage delivery of the vision, coaches and builds a team, so that it's more effective in achieving the vision. Im übertragenen Sinne auf Deutsch, ein Leader ist jemand, der eine Inspiration und eine Vision kreiert, der die Leute in seinem Team motiviert, okay, an diese Vision zu kommen und das durch ein Team und durch Organisation effektiv und effizient hinbringt, also die Leute dorthin bringt an dieses Ziel. Okay, und wir haben alle ein Ziel, wir wollen mit dem Handy Geld machen. Wir haben alle ein Ziel, wir wollen finanziell frei werden. Okay, und die Aufgabe eines Leaders ist, dieses Ziel und diese Vision ganz groß zu schreiben und effektive und effiziente Wege zu finden, dorthin zu kommen. Kapiert? Ganz einfach. Das ist die Aufgabe eines Leaders. Ich kann euch den Screenshot nachher in die TPA-Gruppen stellen, dann könnt ihr die hinten dran machen, beziehungsweise als Hintergrundbild, was auch immer, wo ihr es machen wollt, und schaut euch das Video an. Handout kommt in jede Gruppe. In dem Sinne, wenn ihr Fragen habt, einfach losballern. Okay, und ich bin der Meinung, dass jeder, der hier drin war, intelligent genug war, um zu verstehen, über was wir gerade geredet haben. Okay? Also ich wünsche euch einen schönen Abend. Wenn ihr irgendwas braucht, sagt mir Bescheid. Wenn ihr Fragen habt, Handout kommt in die Gruppen, Bild kommt in die Gruppen. Peace out. Sorry für die Internetprobleme. Ich hoffe, ihr habt es mitbekommen. Wenn nicht, fertige Video, kommt aufgenommen auf die TPA Facebook Homepage. Zieht euch das Ganze dort rein. Und in dem Sinne, hustelt hart für eure Ziele. Mega gefreut. Und let's go. Bootcamp, Leute, Bootcamp nicht vergessen. Kommt auf das beschissene Bootcamp. Ihr seid so krank, da lernt ihr das Ganze ausgiebig.